Hi und willkommen wieder zurück bei TSK Gaming. Ich bin eben bestimmt 20 mal verreckt. Modern Warfare 2, David hier. Ja, kämmen Sie sich im Elendsviertel und fangen Sie Rochas oder so. Gut. Ich glaube, ich tu mal. Moment. Steuerung, Bewegung, Ansicht, Bewegung, doch nicht, Sicht, Maßempfindlichkeit, etwas höher stellen, ja schon, ist besser. Oh ne, das ist etwas hoch, das ist etwas für diese Maus nicht zu gutes, ja das ist auch noch etwas zu hoch eigentlich. Nehmen wir meine ATR wieder. Immer noch ist halt scheiße an der Maus, die bei der weiß man nie. Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Rochas über die Dächer rechts von mir läuft. Verstanden? Gut, wir treiben ihn näher zu ihr auf andere Hügel. Halten Sie die Augen nach Rochas offen. Er kommt über die Dächer. Ja, danke schön. Moment, ich probiere doch gerade mal die andere Maus dran zu hängen. Dann mit der Maus. Moment. Jetzt sag ich doch. Müsste es eigentlich besser klappen, aber die funktioniert gerade nicht aus empfindlichen Gründen. Und die läuft wieder, das war ja klar. Sieht hier noch rum Raketenwerfer. Nein, so unfair spielen wir ja nicht. Jetzt mache ich etwas, das ich nie machen wollte, aber es mir jetzt so auf den Sack geht, dass ich diesen mache. Und das war die letzte Munition schon dafür. Zurückweisen. Glücklicherweise hat das jetzt sogar funktioniert. Halt dein Maul. Hallo, ich hab dich abgeplatzt. Eigentlich müsste er jetzt durch diesen Rückstoß verreckt sein, aber... Da sitzt die Sau mit der Dragunov drinne. Hier war gerade eine AK, da. Oh je. Yeah. Bleibt noch mal kurz liegen. Stehen jetzt voller Erwartung auf. Würde ich ja gerne, dann helfen mir. 20.000 gegen einer ist etwas unfair. Vor die Wand gemäßert. Jetzt haben wir ihn aber. Ich werfe schon mal zur Vorsorge dann eine Blendgranate hin. Das ist sehr logisch, dass sie nicht geblendet wurden. Schön, dass er links rum geht. Lass mich doch nur alleine. Du stirbst. Wir warten lieber einmal kurz. Ja klar. Das ist sehr fair, muss ich sagen. Denn mit Raketenwerfer und einer AK ist kein Unterschied von der Durchschlagskraft.
muss sogar sagen, dass die Raketenwerfer längst nicht so die Durchschlagkraft hat wie eine AK. Jetzt muss ich auf das Dach, glaube ich. Oder auch nicht. Ich müsste jetzt verrecken oder auch nicht. Ja, ich verrecke. Da freue ich mich extrem, dass ich verreckt bin. Ja, so macht das wirklich Spaß. Ich tue jetzt einfach hier runterfallen. Ich glaube, ich muss mich jetzt sterben lassen. Cool, dass da jetzt drei Stück sind, obwohl ich eben drei Stück umgelegt habe. Wenig Munition, das ist echt cool. Und keine Munition. Ich weiß nicht, diese Mission werde ich auf jeden Fall komplett machen, wenn nicht werde ich das zusammenschneiden. Ja, und dafür gibt es auch keine Munition mehr, leider. Rennen wir einfach mal zurück. Ich hoffe, wir sind jetzt keine Gegner mehr. Nehmen uns die Fahl. Gucken, wo der Typ mit dem Raketenwerfer ist, der genau da steht. Der hängt in der Luft, das ist ein schöner Bug. Spielt eine Runde toter Superman. Komm, 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 komm. Ja, und das war auch ein schöner Fail. Komm, halt dein Maul doch einfach. Jetzt wird es sehr spannend. Denn das ganze Spiel mit der Waffe, also das Level mit dem, wenn ich wüsste, wo ich hin müsste, ich muss bestimmt hier lang. Ich habe gedacht, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber wie gesagt, es ist schon länger hier, es ist schon wirklich ewig hier. Mann, durch die Wand wird es schwer. Eigentlich wollte ich da jetzt rein. Gerne, und ich bin tot. Jawohl. Ja. Und wir sind wieder genau an der Stelle, wo ich gar nicht hin wollte. Stirb, stirb. Und wenn ich anziele, so komischerweise weg, und wenn ich wegziele, so wieder da. Einfach hier durchsprayen. Und tot bin ich. Scheiße, macht das Spaß. Ja, ich lasse mir jetzt schon Zeit. Ich jetzt einfach mal zwei Granaten darin. Da. Ich habe niemanden schreien hören. Denke ich mal, ist auch keiner verreckt. Ich guck mal schnell. Nein. Komischerweise getroffen habe ich aber mit der Granate. Da ist wieder Superman. Ich hab keine Munition mehr. Nur noch ganz, ganz wenig. Hier lag doch auch eben noch eine MP5 drin rum.
Pfeil möchte ich eigentlich nicht haben. Ich hab gemessert. Es zählt nicht. Ich glaube, ich bin heute auch einfach zu ungeduldig, weil ich heute ganz nach schon Videos gerendert habe. Ich überlege, ich nehme jetzt schon 30 Minuten circa von einem Part auf, nur weil da so ein scheiß schader Typ oben ist. Scheißade. Gut, ich renne jetzt runter, schnapp mir die scheiß verkackte dumme Pfahl, leg mich hier hin, hoffe es kommt keiner mehr. Ich meine, da ist schon wieder das Bummeln. Ich meine, es ist dann echt auch so. Da kämpfen keine Armeen gegeneinander. Es ist halt so, einer gegen alle. Einer gibt Befehle, weißt ihr. Er ist schon mal tot, das ist schon mal ein sehr schönes Zeichen. Ja, in echt ist das halt so, einer gibt Befehle und einer, man macht ja immer zu zweit nur einer Befehle und der andere, der macht gar nichts. Zumindest nichts Wichtiges. Nee, ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Einer gibt Befehle. Und der andere macht alles, kämpft gegen alle. Ich meine, dazu gibt es ja Spezialeinheiten, die sowas können. Und der Timer ist abgelaufen, habe ich schon gesagt. Ich schneide das dann einfach. 2, 3.